schon, ich will doch nur die Raygun Mark II, bitte, Mann, bitte. Dann zocke ich auch eine Runde, ohne eine Waffe zu punchen. Jetzt muss ich wegen dem Bratzenvieh hier noch warten, bis ich mir angucken kann, welche Waffe da rauskommt. Eine G-Gong, toll. Toll, eine G-Gong, toll. Nikolai hat sich in die Hose gemacht. Uah. Ich vermisse Nikolai. Und damit meine ich jetzt nicht die Charaktere auf Origins. Das waren nämlich nicht die von Black Ops 1. Könnt ihr mir nicht verkaufen. Ich kaufe euch doch nicht ab, dass das die BO1 Charaktere sind. Und es ist eigentlich schon eine Schande von mir, Black Ops 1 zu sagen, weil der zweite Teil gegenüber dem ersten echt minderwertig ist. Muss man echt mal sagen. Der zweite Teil ist gegenüber dem ersten minderwertig. Dem einzigen Black Ops, was es geben sollte. Aber, nachdem Ghosts rauskam und ich so herbe enttäuscht war vom Multiplayer und auch vom Extinction Mode, unter dem ich mir einiges vorgestellt hatte. Danach, ja, hat mir Black Ops 2 richtig gut gefallen, muss ich echt sagen. Und ich werde jetzt auch weiter am Ball bleiben und das hier zocken. Wow, eine 5-7 Doppel. Ich hätte fast gedacht, dass es nur eine normale Waffe ist und keine Akimbo-Waffe. Das ist schön. Komm schon. Ein bisschen was muss sein. Boah, ich brauche eine ganz kleine Pause. Tut mir leid, Leute. Ich kann... Warte, wie lange sind wir dabei? Boah, eine Stunde 40 ohne eine vernünftige kleine Pause. Boah, dann kann ich euch jetzt mal eben was erzählen und mich mal kurz strecken. Eigentlich habe ich gar nichts, was ich euch jetzt erzählen kann. Ich will so eine Pause machen. Nehmt mir das nicht übel oder so. Aber nach einer Stunde und 40 Minuten muss man kurz mal durchatmen. So wie es eigentlich im Multiplayer ist, wenn man einen Kollege bittet, mit einem Zombie mal kurz im Kreis zu laufen. Das macht man ja auch häufiger mal und so. Sowas Hobbyloses. Und draußen ist es arschdunkel geworden. Boah, ich habe mich gegen 21 Uhr hier hingesetzt. Jetzt haben wir fast 23 Uhr. Das ist der Hammer. So, jetzt machen wir weiter. Einmal tief durchatmen. Boah, die Beine schlafen ein. Das tut immer so weh hinterher, wenn man aufsteht. Kennt ihr das? Ne, kennt ihr ja wahrscheinlich gar nicht. Ihr seid ja wahrscheinlich noch nie dabei gewesen, euch einfach mal eine Stunde 40 hinzusetzen und Black Ops 2 aufzunehmen. Das größte Extrembeispiel war immer noch Kino der Toten. Knapp drei Stunden waren es nicht. Das war mal ein Video, boah, das ging 3 Stunden und 10 Minuten. Also dementsprechend 190 Minuten. Und ich habe die ganze Zeit, so wie ich es jetzt mache, auch was erzählt. Und mir ist fast die Rübe weggeplatzt hinterher. Ich hatte nur noch Schmerzen im Kopf, ey. Keinen Spaß mehr am Leben gehabt, nur noch Schmerzen, Schmerzen, Schmerzen. Und ich wollte einfach nur direkt schlafen. Und heute muss ich eh noch was fürs Erdkunde-Dingen lernen. Also für die Erdkundeprüfung im Abi. Es liegen nur noch die Abi-Prüfung von mir. Von mir vor allen Dingen. Vor mir. Und danach kann ich machen, was ich will. Was hat überhaupt nochmal gewesen? Ach ja, M8A1, stimmt. Wird auch häufig irgendwie als XMB oder so. Ne, XMB nicht, XM8. Ja, ich verwechsel das voll oft. Wird auch häufig als XM8 deklariert. Und ich schnapp mir mal eben mein iPhone. Ich muss mal kurz hier ein Päuschen einlegen. Ich hoffe, das ist echt kein Problem für euch. Denn ich kriege hier 1000 Nachrichten. Von meinem Bro, ich habe einen verpassten Anruf von noch einem Bro, dann wurde ich von einem Bro aus Indien angeschrieben und ein Bro hat mir noch ein Bild geschickt über WhatsApp. So, ich guck mal kurz, ob ihr mir irgendwelche Kommis geschickt habt oder so. Mein Kopf explodiert. Yo, 21, 32, ja gut, das passt ja einigermaßen. Da wurde ich abonniert, kenne deinen besten Freund, der ist voll der Spasti von Nintendes. Okay, ist klar. Dazu äußere ich mich jetzt mal nicht. Ich nehme noch einen kräftigen Schluck und dann geht's direkt weiter. Und meine Beine, die muss ich auch gerade mal ein bisschen stretchen, Alter. Das sind Schmerzen. Nach fast 2 Stunden durchzocken. Oh, dafür bin ich heute einfach überhaupt nicht geschaffen. Und jetzt habe ich, glaube ich, noch einen extremen Fehler gemacht. Wisst ihr, was ich gemacht habe? Ich dummes Stück Scheiße. Richtig, ich bin da einfach rausgesprungen und jetzt komme ich da nicht mehr hoch. Komm schon, da kommst du hoch, Kollege.
Toll, jetzt muss ich noch eine Runde machen. Nur wegen der Scheißkiste. Weil ich keine verfickte Raygun krieg. Max, hi. Ja, du hast mich gerade auf WhatsApp angeschrieben. Ja, ich möchte euch jetzt aber nicht weiter hier im Video aufhalten. Ich mache zwischendurch mal eine kurze Pause, schreibt dem das auf WhatsApp, das geht viel schneller. Schreibt dem, dass ich gerade am Aufnehmen bin, dann stört er auch nicht mehr. Also nerven, naja, tut er nicht. Ihr wisst ja, ich habe es ja schon mal erwähnt, meine Bros, die können mich nicht nerven. Nur beim Aufnehmen ist es immer ein bisschen kritisch, wenn ihr dann die ganze Zeit angeschrieben werdet oder so. Ne? Ihr habt ja gesehen, ich habe schon wieder eine Spieleinladung bekommen, allein in den 2 Stunden, die ich hier online bin. Und ich habe nicht irgendwie im Status stehen, jo, schickt mir Einfragen, Anfragen. Nicht Einfragen, Anfragen. Wenn ihr Bock habt oder so. Ne? Macht alle, was ihr wollt, geht mir so richtig schön auf den Sack. Nö, nö, das habe ich nirgendwo stehen. Ich habe eigentlich sogar eher, wie gesagt, auf dem Kanal stehen. Schickt keine Einladung oder so. Bitte. Wenn ich Friends habe und so, dann rufe ich die kurz an, wenn wir zocken wollen. Das ist mir auch lieber, wenn ich auf die Leute zugehe, als wenn die auf mich zugehen. Weil ich mir die Leute dann aussuchen kann, mit denen ich gerade das und das zocken will, weil ich weiß, dass sie da gut sind und da gut. Viele von meinen Freunden, mit denen habe ich ja unglaublich viele Sachen schon zusammengezockt. Und dementsprechend weiß ich zum Beispiel, auf welcher Map die am besten sind. Und die suche ich mir dann auch raus. Wobei, alleine zocke ich halt auch viel lieber. In dem Modus hier jedenfalls. So, da kommt nochmal der Pack-a-Punch. Ach ja, jetzt wo wir gerade die Möglichkeit haben. Das ist Wong Zong King Chong Kong Pong Kang. Alter, schon wieder, ey. Genau wie vorhin. Das geht mir einfach so richtig gegen den Strich, Kollege. Kannst mich nicht mal eine Minute in Ruhe lassen. Ey, das ist unglaublich. Oh, Sturmkasten, super Textur. Alter. Jetzt müssen wir auf den Aufzug warten. Ach, der kommt ja schon. Ey, der Adi ist offline. Schade. Mit dem habe ich die Map damals auch richtig gerockt. Hat Bock gemacht mit dir, Bruder. Oh Mann. So. Jetzt nochmal schnell die Waffe schnappen. Ja. Wie ich es vorhin gesagt hatte, Schattenschleier-Konvertiere. Eine unglaubliche effektive Waffe. Auch wenn ich das Visier echt gerne einsparen würde. Es geht mir auf den Sack. Ohne das Visier wäre die Waffe viel besser. Aber du kannst es leider nicht wegmachen. Tja, toll. Egal, müssen wir mitspielen. So, und ich muss jetzt mit der Bratze noch ein bisschen im Kreis laufen. Na schön. Boah. So ein Schluck Wasser tut immer gut nach einer Zeit. Muss man ja echt mal sagen. Ist schön. Macht Bock und so. So, die haben eher, wie gesagt, die würde ich auch nur für eine Raygun Mark II jetzt weggeben. Ansonsten punchen. Aber ihr habt einfach nicht die Möglichkeit, die Raygun Mark II zu bekommen, wenn die Kiste das einfach nicht will. Die Kiste ist allmächtig. Wenn sie nicht will, dass ihr eine Raygun zieht, eine Raygun Mark II, dann ist es auch nicht der Fall. Und eine normale Raygun habe ich auch nicht bekommen. Sehr traurig. Tja, da könnte ich schon wieder losholen. Aber mit ja, 11.790 Punkten müsste man eigentlich noch die Möglichkeit haben, diese Waffe zu erlangen. Und ich möchte auch mal meinen Campingplatz hier ein bisschen auswechseln. Wir sind 2 Stunden dabei und ich bin, dank meiner gediegenen Art zu spielen, gerade mal auf Runde 23. Noch eine Sniper. Schön. Komm, Raygun Mark II. Ja, es ist eine Raygun Mark II. So, und punchen muss ich die nicht. Denn ungepuncht ist sie auch verdammt gut. So. Ich werde die wahrscheinlich oben leer ballern. So. Denn ich will noch ein paar Punkte sammeln. So. Mit allen Waffen zusammen halten wir Runde 24 locker durch. So. Und den Weg nehme ich jetzt ab sofort auch lieber als den anderen. Den anderen Weg. Tja. So langsam müssten die Aufzüge auch wieder unten sein. Hoffen wir's. Jo. Erstmal per Affe die ganzen Zombies ins Verderben schicken. Er hat mich gekratzt. Ich brauche etwas Salbe. So. Hier sind wir erstmal los. Geht ins nukleare Licht. Geht ins nukleare Licht, ey. Der Typ, der hat die besten Sprüche auf Lager. So, Zeit, sich noch einen Schluck Wasser zu genehmigen. Ich brauch's einfach. Es kann auch sein, dass ich die Aufnahme zwischendurch mal komplett abbrechen muss, aber
Keine Sorge, das wird auf jeden Fall als vernünftige Part-Reihenfolge rauskommen. Da, wo die waren, ist jetzt nur noch ein Fleck. Da, wo die waren, ist nur noch eine Fleck. So. Heißt trotzdem nicht, dass wir keine Claymores platzieren dürfen. So, und raus hier. Claymores hinlegen und ab auf die Campingposition. Die Zombies werden immer schneller und ihr begegnet im Schnitt auch immer schneller den Ratzen, die hier runterkommen. So, Zeit, die Barrik zu reparieren. So. Bis auf 30 möchte ich mindestens kommen, danach ist mir alles egal. 30 setze ich mir als Mindestrunde. Dass ich daran denke, dass man hier auch noch boxen kann, das ist irgendwie auch so ein kleiner Geistesblitz gerade gewesen. Es gibt voll viele Leute, die vergessen immer, dass man noch messern kann. Beziehungsweise zuschlagen mit dem Schlagring hier. Hast dich mit dem Falschen angelegt, was? So, weiter würde ich auch nicht gehen in die Richtung. Sonst kommen sie von der anderen Seite und dann sieht es ein bisschen mies aus, ne? Demnach bleibe ich jetzt erstmal nochmal hier. Genau wie Rassman übrigens. So, von euch ist nicht mehr lange was über. Boah, wir gehen ja schon auf die 400 zu. Tschö. Er hat mich gekratzt. Kerl, verpiss dich. Instakill. Stellt euch in eine Reihe, dann ist es noch einfacher. Verpiss dich. Die 1000 Headshots könnten wir allerdings durchaus schaffen. Das wird aber ziemlich viel hirnloses Geballer dann. Das kann ich euch schon mal sagen. Das wird richtig viel hirnloses Geballer. Schon wieder eine Spieleinladung, ey. Das riecht langsam auf. Egal, ich ignoriere es eh. Wo sind die ganzen Zombies eigentlich hin? Ich brauche etwas Salbe! Yo, der läuft einfach durch die Claymore und die geht nicht hoch, ist klar. Sonst ist aber alles in Ordnung, Spiel, oder? Wow, wir können das Ding direkt punchen. Meine Güte, ist das geil. Und dabei habe ich es nicht mal unbedingt gebraucht. Ja, das ist super. Jetzt macht der natürlich einen Abgang. Na, toll. Bruder, komm mal mit. Ah, das Ding steht nicht mehr. Das ist natürlich dann auch wieder so eine Sache, müssen wir neu hinstellen. Na gut. Machen wir es einfach. Bleiben wir noch ein bisschen hier. Wenn ich die Raygun Mark II verliere, weiß ich auch nicht mehr, was ich machen soll. Ab einer bestimmten Runde wird es dann nämlich sehr schwer. Ohne dieses Ding. So, aber meine normale Taktik werde ich erstmal beibehalten. Einfach nur draufballern. Einfach nur draufballern mit T. Draufballern. Ich verstehe auch nicht, warum ich in den letzten Versuchen, die ich auf der Map gemacht habe, eigentlich nie wirklich, ja, die SVUAS gepuncht habe. Das ist so eine tolle Waffe gepuncht. Der Schattenschleier-Konvertierer, das ist einfach geil.